Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich wollte dir einfach mal erzählen, warum hier auf dem YouTube-Kanal so lange nichts passiert ist. Ich war in Berlin und habe einen Livestream gesendet, beziehungsweise habe ich 3 oder 4 Livestreams nacheinander gesendet und einer gefiel YouTube nicht. Da aber schon 2 Strikes auf dem Kanal waren, wurde daraufhin das zugehörige Konto für YouTube gesperrt und der Kanal entfernt. Ich habe lange überlegt, was ich da machen könnte und wie ich eine Beschwerde formulieren könnte. Habe auch den Rechtsanwalt von Reitschuster angeschrieben, den Herrn Steinhöfel, der dann geantwortet hat, ja, ohne ein Mandat und wahrscheinlich diverse 1000 Euro könne und würde er da nichts machen. Und diverse 1000 Euro hat man so als private Initiative nicht gerade dafür bereit. Naja, und irgendwann bin ich hingegangen und habe gedacht, okay, aber nicht zu beschweren bringt's ja auch nicht. Und habe eigentlich dann in der Beschwerde, in dem Online-Formular, nur einen Satz reingeschrieben. Eine Zensur in Deutschland ist nicht zulässig. 6 Stunden später war der Kanal wieder da. Tja, also das zeigt, dass dort mit relativ viel Willkür gehandelt wird. Der eine Strike, der jetzt auch noch auf dem Kanal ist, ist für eine Übersetzung eines Videos, welches im Original auch noch vorhanden ist. Kann man denken, was man möchte. Deswegen will ich dir einfach mal kurz so ein bisschen vorstellen, was du in der Zeit verpasst hast. Falls du nicht bei Telegram dabei bist oder auch den Odyssey-Kanal mit im Blick hast, dann kann das sein, dass du das gar nicht mitbekommen hast. Also, falls mal wieder was passiert, kann ich Odyssey und Telegram, ist ja in fast allen Videos verlinkt, sehr empfehlen. Wir sind auch auf DeinTube. Da kannst du dann zum Beispiel auch das Video Tochter der australischen Altenpflegerin sehen oder eine Frau, die eine von diesen wirklich sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen hat, aber sehr sachlich darüber berichtet. Beides Übersetzungen aus dem Englischen. Dann ein Zusammenschnitt der Berlin-Livestreams, allerdings ohne das Ende. Die Aufnahme auf dem Mobiltelefon hatte nicht funktioniert und an die Aufnahme von YouTube bin ich jetzt erst rangekommen. Also der letzte Teil auf dem Alexanderplatz fehlt leider. Dann ein Re-Upload Marcel Barths, die Pandemie in den Rohdaten. Für mich immer sehr, sehr schön der Himmel über unserem Deutschland, Teil 3 und Teil 4. Die kann ich auch bedenkenlos, denke ich mal, bei YouTube hochladen. Das wird dann auch gleich kommen. Ein satirischer Beitrag, der ein bisschen geschmacklos wirkt, aber ich fand ihn in seiner Absurdität vielschichtig, sagen wir mal. Dann eine satirische Tourismuswerbung, so schön ist Australien. Die 10 Stufen des Genozids, ist schon ein etwas härterer Stoff. Dann das neue iPhone 13, Entsperrung nur mit Impfpass. Auch eine Satire. Dann der Himmel über unserem Deutschland 6 und der Himmel über unserem Deutschland 5 mit neuer Musik unterlegt. Ich liebe diese Videos, habe ich das schon gesagt. Es ist wunderschön. Auch interessant zu sehen, welche Streifen bleiben und welche nicht. Eine Satire noch. Eine ehrliche Regierungswerbung in Bezug auf Julian Assange. Schön auf jeden Fall, dass du noch hier bist. Ganz liebe Grüße von den anderen aus dem Augenauf-Team und aus dem Video Translate Project. Und du kannst gespannt sein, wie es weitergeht. Und im Notfall Odyssey besuchen, Telegram. Die Links sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf jeden Fall bis später. Weitermachen.